Angenommen, es gäbe einen Fackelzug von Ku-Klux-Klan-Mitgliedern, natürlich in voller Montur, mit weißem Kapuzenkostüm, passenden Symbolen und irgendwann einem festlichen Kreuz anzünden. Das Ganze natürlich angemeldet, legal und unter Einhaltung der Feuersicherheitsvorschriften und mit einem freundlichen Flyer und einem Pressesprecher, der öffentlich erklärt, dass das alles nur Tradition sei und dass man sich von den radikalen Taten früherer KKK-Fackelzüge distanziert. Dass man selber natürlich völlig moderat und aufgeschlossen sei, kann man dann, wenn der KKK einem versichert, er sei moderat, kann man dann von den Schwarzen verlangen, dass sie das einfach so glauben, auch wenn die Schriften des Clans eine eindeutige Sprache sprechen, wenn die Geschichte des Clans eindeutig ist? Ist es zulässig, Schwarze oder überhaupt jeden, der es wagt, diesen Ku Klux Klan zu kritisieren, dann strafrechtlich zu verfolgen? Etwa mit dem Argument, dass es den Ku Klux Klan ja gar nicht gäbe. Was, wenn es ein Gesetz gibt, der den Ku Klux Klan ausdrücklich als staatlich anerkannten Kulturverein unter seinen Schutz stellt? Sind dann Strafen gegen Schwarze, die den KKK kritisieren, okay? Ist natürlich nur ein Gedankenspiel. So etwas Absurdes würde es in Wirklichkeit ja nie geben. Danke.